Hey ho, es geht weiter mit Let's Play Yoshi's Island Plus. Beim letzten Mal haben wir im dritten Level noch was übersehen, nämlich eine Blume und zwei Münzen, die ich nachträglich noch gefunden habe. Und zwar konnte man sich mit dem Auto so krass die Wand hochglitschen irgendwie und da oben waren dann die Sachen versteckt. So, jetzt machen wir weiter mit unserem ersten Boss in der vierten Welt. Ich bin sehr gespannt. Ah, okay, das ist schon mal... da ist die Endpostür, aber ich komme nicht hin, okay. Wahrscheinlich brauche ich den Stein. Das bedeutet, dass ich in die linke Röhre irgendwie rein muss. Wie auch immer ich da hinkomme. Geht's hier überhaupt irgendwo hin? Kann ich hier runter? Ah, ich wollte gerade sagen, hier geht's überhaupt nirgends lang. Oh, eine sehr rutschige Festung. Wobei in der Eiswelt war das irgendwie zu erwarten. Ich hoffe trotzdem, dass hier nicht überall Eis sein wird. Ich mag Eis nicht. Eine rote Münze. Yay. Das ist schon mal ein schöner Anfang. Jetzt rutschen wir hier in den Tod. Nein, scheinbar nicht. Okay. Au. Das tat schon mal weh. Blechbüchse, rutsch mir aus dem Wege, bitte. Danke. Eine Röhre. Okay. Da oben ist... Oh Gott, das sieht nach einem sehr schönen Labyrinth aus irgendwie. Da oben war noch eine Röhre. Da ist noch eine Tür. Kann ich da runter? Kann ich da runter? Ich traue mich nicht. Gehen wir mal hier weiter. Führst du mich zu einer coolen Röhre? Nein. Führst du mich zu Platten? Könnten die... Ja, die konnten umfallen. Genau. Da war ja was. Ja, schöne Animation. Vielen Dank. Und Kanonen und noch mehr Kanonen und noch mehr Platten, die umfallen. Und ist hier was hinten dran? Nein. Okay. Schönes Level. Schönes Level. Du nervst mich am besten mal nicht. Das wäre am sichersten für uns alle. Oh, eine Kanone. Kanone. Münzen. Kanone. Kumpel. Kannst du da unten mal weg? Und du bist gerade unpraktisch, Kumpel. Und Yoshi stand an der Kante von einem Brett. Yay. Okay. Jetzt nochmal. Mit bisschen mehr Konzentration. So, hier war... Ja, ich glaube, es waren Inno-Sterne, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ich glaube schon. Sorry, Sternchen. Ich komme vielleicht irgendwann nochmal wieder. Eventuell. Keine Ahnung. Jetzt gerade kann ich euch leider nicht befreien. Hey, Blechbüchse. Lauf schneller. Danke. Und rein da, Yoshi. Rein da. So. Wobei, man kann bestimmt da runter. Da unten ist eine Röhre. Oder ist das nur die, die woher kommen quasi? Naja. Das geben wir jetzt mal lieber nicht. Tür. So. Hallöchen, lieber Raum. Diesmal lasse ich mich nicht von dir platt machen. Haha. Ich kann die Kanone einfach platt stampfen. Das wäre vielleicht am sichersten. Und du bist irgendwie platt, okay? Soll mir recht sein. So, jetzt klettern wir einfach mal hier unten rein gleich. Das ist wahrscheinlich sicherer. So. Und du darfst mich nicht da oben. Brett. Oh, das war ein bisschen knapp. Kleines bisschen. Ganz kleines bisschen. Stampfen wir nochmal. Und hier. Und hier. Und du fällst bestimmt wieder um, oder? Uah. Okay. Ist da was? Nein. Tür? Moment mal. Ich komme da nicht... Muss ich... warte. Kann ich die da reinrollen und dann darüber rennen oder so? Kannst du da durchlaufen? Machst du mir jetzt die Tür auf, Kumpel? Kannst du das? Komm schon! Komm schon! Mach mir die Tür auf! So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Vielleicht mit dem Shy Guy eher? Bist du wieder weg? Jetzt bist du wieder weg. Ha. Jetzt bist du wieder da. Bin verwirrt. Ich glaube, ich nehme lieber dich. Du bist irgendwie cooler Shy Guy. Kannst du da so durchrollen und mir das aufmachen? Und dann bleibt das auf und dann... Ich glaube, theoretisch geht das. Schauen wir mal. Schneller, Yoshi. Wah! Naja. Ich denke mal, das geht so, oder? Ich wusste nicht, wie sonst. Geht das zeitlich? Bin ich wirklich so langsam? Wah! Oh, hey. Tut mir leid, Scheiger. Ich habe dich platt gemacht, aber das war's wert. Eine Lokomotive. Yay.
Vielleicht sollte ich. Haben wir noch Lupen? Ach komm, wir haben so viele Items. Weil bei der Lokomotive erkennt man die Münzen nie. Haben wir noch eine Lupe? Wir haben noch eine Lupe. Natürlich haben wir eine Lupe. Dankeschön. Aha. Da ist eine Blume. Blume! Blume! Ich muss irgendwie von diesen Schienen runter. Blümchen! Würde ich gerne retten. Ah, okay. Hier. Rettet das Blümchen! Los! Hui! Ah, schneller, 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 schneller. Oh Gott. Das war knapp. Okay, die Lokomotive. Oh, die Blase kommt eh wieder. Dann ist das eigentlich sowieso kein Problem, aber okay. War so auch kein Problem. Ich hätte gerne einen Sternenkreis am Ende dieses Abschnitts. Das wäre voll nett vom Spiel. Ist da was Cooles drin? Unzen. Fällst du um? Nein. Fällst du um? Nein. Okay. Ist hier was Cooles drin? Münzen. Ich sollte nicht drunter stehen. Ich glaube, da war mal eine Blechbüchse drin. Fällst du um? Ah, oh. Der rechts hat eine andere Farbe. Ich glaube, der fällt um, oder? Ja. Haha, ich habe euch durchschaut. Und das war gerade ein bisschen knapp. Aber alles gut. Kanonenkugel, du bist irgendwie ein bisschen problematisch. So. Okay. Und, die haben auch vier Balken. Die haben vier Balken und eine andere Farbe. Okay, die sind eigentlich total gut zu erkennen. Soll ich hier runter? Das ist ein Pfeil. Ich vertraue dem Pfeil mal. Oh, Röhre. Stein. Dann geht's ja wohl auch runter. Wobei, wenn ich jetzt den Stein runterwerfe, ist er garantiert weg. Das heißt, ich muss sofort hinterher, sofort hinterher, sofort. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nicht wegglitschen, Stein. Nicht wegglitschen, Baby. Hier geblieben. Da ist eine Tür, aber für diese Tür brauche ich keinen Stein. Deswegen gehe ich erstmal. Ist da rechts war es? Ich muss doch irgendwo für irgendwas einen Stein hier brauchen, oder? Ah, okay. Aber wir hätten doch am Anfang. Oh, hätten wir erst in die Tür gemusst, vielleicht? Vielleicht hätten wir am Anfang hier runterspringen müssen in die Tür rein. Und, oh. Schauen wir mal. Oh, okay. Damit bin ich schon mal zufrieden. Ein Sternenkreis. Vielen Dank. Oh, euch mag ich ja gar nicht. Ihr seid voll gefährlich. Ihr steuert so brutale Dinge rum. So ganz brutal schnell und hey, da unten diese rote Münze. Kumpel, geh mehr aus dem Weg. Oh, jetzt hast du deinen Hut verloren. Das tut mir leid. Ich werde dich sofort auffressen, damit niemand deine Glatze sieht. Ist nie passiert. Hat niemand gesehen. Keine Sorge. 50.000 Wege. Ich gehe unten lang. Die Kanone ist doof. Das war knapp. Ah, warum sind überall diese Kanonen? Ah, oh, Baby. Hier geblieben. Konnte ich euch auch abschießen? Vor allem, wenn ich euch nicht treffe. Ach, dann bleib halt leben, Mann. Ist ja schon gut. Hier hin und ach, Hilfe. Hilfe, Kanone. Ich spring einfach drüber. Ah, da war ein Pfeil. Will ich dem Pfeil glauben? Oder will ich dem Pfeil nicht glauben? Da ist eine Röhre. Okay. Wobei die Pfeile ja auch oft nett sind. Da ist eine Tür. Ich gehe jetzt mal in die Tür, weil das ist ja quasi ein Röhrenlabyrinth hier. Denke ich. Hoffe ich. Oder? Ja, das sieht aus wie ein Extra-Raum. Bist du ein Extra-Raum? Du bist ein Extra-Raum. Ein Schlüssel? Okay. Ich habe, glaube ich, noch kein Schlüsselloch gesehen. Aber kann ich schon. Wir haben einen Schlüssel. Au. Wir haben Stacheln im Hintern. Fragt sich, was davon nützlicher ist. Wahrscheinlich der Schlüssel. Okay. Röhre. Genau. Wo holst du mich jetzt hin? An den Anfang. Okay. Kann ich mir die Sternchen hier mal holen? Yay, Sternchen. Aber hier oben war auch kein Schlüsselloch, oder? Ach, unten war ja noch die Tür. Moment. Gucken wir da mal. Blechbüchse, geh mir aus dem Weg. Da oben eigentlich was? Scheinbar nicht, okay. Unten war noch eine Tür. Unten war noch eine Tür, oder? Genau, hier sind wir eben mit dem Stein rein. Hier ist nichts. Da waren wir drin. Da rechts sind wir. Ne, da links waren wir noch gar nicht mit dem Stein. Blödsinn, was rede ich? Hier sind wir mit dem Stein. Da oben waren wir noch nicht. Aber hier waren wir auch noch nicht. Oh Gott, Chaos! Okay. Nein, hier waren wir definitiv noch nicht. Und hier können wir auf jeden Fall zurück. Das ist auch schon mal sehr cool. Und Moment, ich habe die Lupe aktiviert. Das heißt, wenn da rechts ein Fragezeichen versteckt wäre, würde mir das jetzt angezeigt werden dank der Lupe. Ansonsten hätte ich das jetzt mal untersucht da drüben, aber scheinbar ist da nichts. Ich
vertraue der Macht der Lupe. Das war knapp. Und oh, eine Schlüsseltür. Wow. Wow. Ich erwische ja mal die richtige Reihenfolge bei den Wegen und hier kann ich nicht zurück. Das beängstigt mich ein bisschen. Brauche ich dich? Warum stehst du hier rum? Wow, ich brauche wirklich. Aber ich kann nicht stampfen, wenn ich dich im Bund habe. Warte mal kurz, Kumpel. Nicht wegglitschen. Nicht wegglitschen. Komm her. Ah, Kanone, hör auf. Kannst du da reinrollen? Du bist voll cool, Schallgeil. Ah, mein Gott, wo kommst du denn her? Ah, diese Kanonen. Sie werden mich noch töten. Ich bin froh, dass es keinen Kanonenendboss gibt. Ansonsten kämen wir hier. Schalter. Stein. Ah, ich glaube, da unten war so eine Schalterbrücke. Oh Gott, damit der Stein darüber kommt. Stein, wir müssen jetzt irgendwo hier rüber. Genau da. Ja, du rollst richtig. Du kannst das gut. Toller Stein. Du bist schlau, klugi. Okay, hier waren wir noch nicht. Genau. So. Machen wir jetzt überall ein Sternenkreis. Yay, Sternenkreis. Uns fehlt ein Sternchen. Ihr kommt garantiert zu einem Nom-Nom. Ich fress dich auf, Teil. Ich hör's schon. Ah, nicht so schnell, Kumpel. Nicht so schnell. Es ist zu schnell. Ich möchte bremsen. Ich kann nicht bremsen. Ja, selbst schuld, wenn du so rast. Das kommt davon. Deswegen spiele ich immer langsam. Schlage ich mir nicht die Fresse an. Hey, Kaugummi. Aha. My best friend. Komm her. Okay. Wie war das? Ich darf nicht nach unten drücken. Genau. Wenn ich nach unten drücke, bin ich tot. Also wenn ich auf Stacheln stehe, was hier garantiert sein wird. Genau, Stacheln. Okay. Nicht nach unten drücken. Soll ich da rüberspringen? Nein, ich bin nicht irre. Spring, kleines Kaugummi. Ah! Okay. Ich glaube, da links habe ich auch eine rote Münze gesehen. Muss ich da jetzt rüberspringen? Mama! Nein! Da war eine Münze! Da oben war eine Münze! Ich habe sie genau gesehen! Okay. Oh, ich habe alle! Wow, hab ich sie erwischt? Boah, Mann, ich bin voll gut. Okay, ich sollte aufhören, irgendwo hinzugucken. Am Ende gucke ich noch aus, was hier nach unten. Kann ich über dich drüber? Okay. Ich wollte eigentlich die erste abschießen, damit sie gegen die zweite prallt, damit sie... Oh, ich kann sie voll platt stampfen. Ich habe Angst, mit dem Schädel an einem Stachel anzurennen. Muss ich da hoch? Mir fehlt eine Blume. Ob da oben ein Blümchen ist? Ich werde meinen Kopf gegen einen Stachel rammen. Ah! Oh Gott! Okay, Yoshi. Alles gut. Moment mal. Das muss ich mir doch nicht antun, oder? Nein, muss ich nicht. So, jetzt geht's. Ich hab keine Eier mehr. Egal, Eier. Melone? Ich glaube, Melone geht auch, oder? Genau. Und du weg. Jetzt kann ich die ganze vorsichtig hier rüber. Yay. Ja, ich habe gerade eine Melone verbraucht für 2 Schuss. Ist mir egal. Wir haben Bonusspiele freigespielt. Oh, wir haben schon alles. Oh, wow. Okay. Das Level wirkte anfangs total verwirrend und lang, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass es doch total kurz war. Aber es war cool. Verwirrend, aber cool. Und ein Sternenkreis vom Endboss. Sehr schön. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Ich kann jetzt einfach sterben, wenn irgendwas schief geht. Und, oh, Puschel. Da dürfte eigentlich nichts schief gehen. Das sollte ich vielleicht nicht laut sagen, weil jetzt werde ich mich voll blamieren, wenn es doch schief geht. Aber Puschel war cool. Ich mag Puschel. Ich glaube, der war auch relativ harmlos. Hi, Puschel. Stampfen, oder? Muss ich platt stampfen? Ich muss dich platt stampfen, oder? Sag mir, dass ich dich platt stampfen muss und... Ja. Ne? Deswegen hätte ich nichts sagen sollen. La, 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 la. Stirb schon, Mario. Also, beziehungsweise lass dich entführen. Lass dich entführen, Mario. Ich jump so lange auf Puschel rum. Puschel, Puschel, Puschel. Puschel, Jump, Puschel, Jump, Puschel, Jump, 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 Jump. Oh nein, Mario wurde entführt. Was sollen wir nur tun? Hi, Sternkreis. Hi, Tür. Yay.
Hi Puschel. Hi Kamek. Ich find's echt cool gemacht, dass Kamek jetzt seinen Text nicht nochmal sagt. Dann ist das Spiel quasi registriert. Okay, du kennst die Story schon. Dann kommst du einfach so wieder hier rein jetzt. Okay. Nicht ernsthaft, oder? Ah, es hat niemand gesehen. Ich verstecke mich in der Ecke und schäme mich. Ich bin nur ein kleiner Yoshi-Haufen. Ich kann auch nichts dafür. Wisst ihr, das Level war so kurz, deswegen versuche ich jetzt den Endbosskampf in Länge zu ziehen. Oh nein, Mario wird entführt. Wie konnte das nur passieren? Meine Güte, das ist doch Puschel. Kann doch nicht angehen. Oh. Ja, Yoshi, mach die Augen zu. Guck nicht hin. Ich kann auch nicht mehr hingucken. Das ist echt nicht zum Aushalten. Okay. Puschel. Ich hätte gerne ein Ei, da könnte ich ihn wegschubsen, glaube ich, aber hab kein Ei. So. Okay. Okay. Ich glaube, jetzt wird's besser. Kann ich dich platt machen? Okay. Und kann... Oh, die Wand. Die Wand ist schlecht. Okay, hat funktioniert. Gut. Nom. Geh mir aus dem Wege, Puschel. Okay, gehen wir erstmal hier rüber. Nom. Gut. Stampfen und aus dem Weg und nom und hier drüber puscheln. Genau das. Puschel, komm her. Ich stampf dich platt, wenn ich den Stampfattacke hinkriege. Okay. Gut. Puschel, komm her. Und Puschelstampf. Nom. Weg da, Puschel. Oh, ich kann mir sogar rote Eier machen hier wahrscheinlich irgendwie. Das wird bestimmt irgendwie klappen. Puschel. Oh Gott, das war knapp. Okay, ich warte, bis du wiederkommst. Komm her, Puschel. Komm zu Yoshi. Komm her. Okay, und stampf. Und nom. Und nom. Und den letzten fressen wir, was so schön aussieht. Achtung. Tschu. Ach ja, dieses Bild. Mario fliegt. Yay. Ob es so gesund war, die zu essen? Wie auch immer. Wir haben es geschafft. 100%. Yay. Endlich mal wieder. Auf Anhieb. Das freut mich. Das ist sehr cool. Und das Level war doch nicht so eisig, wie anfangs befürchtet. Das ist gut. So. Wir haben weiterhin 100% überall. Das ist schön. Und ich hoffe, beim nächsten Mal geht es auch wieder sofort 100% weiter. Das wäre echt nett. Also dann. Ciao, ciao.